So, hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Let's Play Tomb Raider 2. Die letzte Folge ist jetzt angebrochen und, oh Gott, ich bin irgendwie so total traurig, aber ich finde es auch so schön, dass wir es vorbei haben und das nächste Projekt weitermachen können. Aber Tomb Raider 2 ist mein Lieblingsspiel und wir haben es in, glaube ich, 2,5 Wochen durchgespielt in über 50 Folgen. Ich habe krass viel hochgeladen, aber dazu sage ich am Ende nochmal was. Wir gehen weiter. Eine Videosequenz, die nicht aufgenommen wird, deswegen überspringe ich sie einfach. Eigentlich kommt hier auch eine sehr wundervolle Musik. Wir sehen Lara mit den Xian in der Hand. Sie hat ihn jetzt. Und ihr hört schon, da stimmt irgendwas nicht. Oh mein Gott, die ganzen Bartolo-Leute, das sind halt wirklich die Leute, die wir kennen aus Venedig. Und ja, da kommen jetzt einige auf uns zu. Oh Gott, wir haben keinen freien Speicher mehr. Ich speichere jetzt hier ab und schnell auf dem anderen noch. Hallo. Ja, wir müssen jetzt ganz schnell das hier aufschließen, das ist der Waffenschrank. Wir haben nämlich einen Gun Cupboard Key, also einen Waffenschrankschlüssel und natürlich Dagger of Xian, also den Dolch von Xian. Hätte ich jetzt übersetzen können, aber ich wusste ja, was es heißt. Ist hier der Dolch von Xian. Und heben jetzt erstmal einfach hier die Schrotflinte auf. Lever. Ich komme nämlich jetzt alle hier hoch. Wir warten jetzt, bis dieser Typ kommt. Der kommt nämlich hier gleich rein. Oh, ich habe immer so viel Panik bei dem Level. Der ist tot. Okay, wir haben auch nur die Schrotflinte zur Verfügung. Speichern, wir haben den ersten umgekriegt. Ich hau schon wieder auf die Tasten. Hau auf die Tasten, kleines Biest. Nein. Die anderen Waffen sind wahrscheinlich alle weg. Keine Ahnung, wo die anderen Waffen sind. Auf jeden Fall haben wir nur die Schrotflinte, aber die Schrotflinte ist ja auch eine gute Waffe. Und ich finde es schön, dass wir die nochmal benutzen können. Weil wir haben sie ja in unserem beim Let's Play, haben wir sie ja nicht sehr oft benutzt. Fand ich eigentlich ziemlich schade. Weil die eine gute Waffe ist. Kommt hier jetzt noch einer hoch? Ja. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal Ruhe. Und können hier weiter aufsammeln. Jetzt kommen wir endlich wieder zu den Leuten, die es auch vor allen Dingen in Venedig gab, die jetzt nicht ganz so schwer sind. In Tibet, die Gegner waren ja ziemlich schwer. Jetzt kommen wir wirklich zu den Gegnern, die nicht so schwer sind. Wir sehen noch, Lava hat den Xian, den Dolch von Xian, ihr seht das mal. Lava hat den Dolch von Xian vorne drinne. Finde ich cool, dass sie das wirklich mit eingebaut haben. Wir haben jetzt 69 Schuss. Okay. Jetzt wird's fies. Okay, der hat hier nochmal Schrotmunition. Speichern. Oh Gott, wenn wir alle Gegner hier tot haben, ist das Spiel erst zu Ende. Das hängt gerade ein bisschen. Nicht gleich ein Hund? Kam hier nicht ein Hund? Hallo! Ne, da habe ich jetzt zu viel Leben verloren. Das kannst du vergessen. Wir haben ja echt nicht viel Medipacks. So. Wo ist der Hund? Ich weiß, dass hier hundertprozentig ein Hund kommt. Nein! Der ist tot, das lief besser. Speicher. Oh Gott, das ist so ein Nervenkitzel hier. Ich finde das Level aber wunderschön. Wir laufen nochmal in ihrem Haus rum. Finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, das Level nochmal zum Ende. Mal was ganz anderes, dass wir auch mal zu Hause bei ihr Einbrecher kommen. Ich finde auch die Story von Tomb Raider 2 einfach klasse. Ah, das ist der Hund. Eigentlich kommst du doch immer hoch. Jetzt geht's los, Leute. Ich wollte gerade ein Medipack nehmen, Entschuldigung. Nochmal. Aber du kannst auch so runter, das weiß ich.
Danke. Hund. Mal abspeichern. Kam da gerade einer? Nee. Okay. Mal ein Medipack. Wir haben nämlich ja nicht so viel, wie ihr seht. Oh Gott. Brauchst du das erstmal? Ich hoffe ja. Wir haben auch nicht viel Medipack. Das ist nochmal wirklich ziemlich schwer hier alles. So, wir gehen jetzt hier überall mal lang. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt hier alles seht, weil es ist natürlich dunkel. Ja, es kommt noch ein Typ, der mit Messern wirft. Aber wo kommt der? Ich höre was. Angst und Panik. Da ist er. Der letzte Gegner. Warum rennst du vor mir weg? Geschafft! Oh mein Gott, das ist traurig. Labert ja eigentlich was. Und hier kommt eigentlich auch Musik, die leider ja nicht kommt, warum auch immer. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Programmers. Anime. Ja, ich lese es einfach nicht vor, ihr könnt es ja euch selber durchlesen. Leute, das war Tomb Raider 2. Obwohl, ich lese es einfach vor. Level Designers, Neil Boyd, Heather Gibson. FMV Artists, Peter Bernard, David Reading. Music and Sound Effects, Nevin McCree, Title Tune Mixed by Matt Camp. Additional Artwork, Peter Duncan, Richard Morton, Joe Carroll, Lee Palin, Andy Sandman und Jen Michael. Noch irgendwas? Playtesters, Jamie Morton, Darren Price, Tatsion Kirillo, Dave Roth und irgendwelche anderen Script. Vicky Arnold, Voice of Lara, Judith Gibbons, Voice Actors. Massimo Marinoni. Ach ja, wie Ant. Ja, ich konnte es nicht alles vorlesen, das war zu schnell. Wie Ant. Die Ant-Statistik kommt jetzt gleich. Hoffentlich. Oh mein Gott. Final Statics. Leute, wir haben es geschafft. Ich lese sie gleich vor, aber davor möchte ich noch was sagen. Wir haben, glaube ich, das Spiel ungefähr in 2,5 Wochen durchgespielt. Ich finde es krass, wie schnell das Let's Play rumging. Es wird, glaube ich, das Let's Play sein, was am schnellsten rumging, zumindest von allen Tomb Raider-Teilen. Es ging wahnsinnig schnell rum. Ich habe sehr viel hochgeladen. Ich hatte ja die eine Ferienwoche, da habe ich meistens 3 Parts pro Tag hochgeladen. Und jetzt auch in der Schule habe ich eigentlich ja, jeden Tag 2 Videos hochgeladen. Wir sind jetzt, das müsste jetzt, glaube ich, welche Folge sein? Ich glaube, das ist jetzt Folge 52 oder 53. Wir haben es also in 52 oder 53 Parts durchgespielt. Und das Ganze in 2,5 Wochen. Extrem krass, muss ich wirklich sagen. Irgendwie finde ich es krass, dass wir es so schnell geschafft haben und bin auch sehr erfreut. Aber Tomb Raider 2 ist halt mein Lieblingsspiel und deswegen ist es halt auch irgendwie sehr traurig, dass man es jetzt schon geschafft hat und dass es jetzt schon vorbei ist. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht zu kommentieren. Es war total schön. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit euch, mein Lieblingsspiel zu spielen, denn Tomb Raider 2 ist nun mal mein Lieblingsspiel und es wird auch, denke ich mal, immer mein Lieblingsspiel bleiben. Es gibt einfach keine besseren Teile.
gerade jetzt nur die älteren. Ich mag aber auch Tomb Raider 1 sehr, ich mag auch Tomb Raider 5 sehr. Ja. Ich bin irgendwie total traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Denn es ist, wie gesagt, ich muss es nochmal zum fünften Mal oder so erwähnen, es ist einfach mein Lieblingsspiel. Es wird, ich nehme gleich noch eine Folge auf Tomb Raider Search for the Golden Mask. Ja, dann nehme ich gleich noch eine Folge auf. Weil ich Lust habe, es jetzt weiterzuspielen. Denn ich habe ja gesagt, nach Tomb Raider 2 wird jetzt Tomb Raider Search for the Golden Mask, weil ich es jetzt kurz mal pausiert hatte, 3 Wochen oder so, weil ich Tomb Raider 2 spielen wollte, geht das jetzt weiter bis zum bitteren Ende. Danach spiele ich Tomb Raider the Golden Glove zu Ende, was ich ebenfalls vor 3 Wochen oder so mal begonnen hatte und 2 Parts hochgeladen habe. Aber das Spiel hat nur 4 Level, deswegen werden wir das ziemlich schnell rumkriegen. Und danach geht es mit Tomb Raider 3 weiter. Eigentlich mein Hass-Tomb Raider von den ersten 5 Teilen. Aber ich werde es trotzdem spielen und denke mal, es gibt da auch schöne Level. Sagen wir es mal so. So, Final Statics von Tomb Raider 2. Wir haben 9 Stunden, 26 Minuten und 19 Sekunden gebraucht. Das ist krass schnell, muss ich sagen. Ja, und die Secrets erfreut mich sehr. 36 von 48 Geheimnisse haben wir gefunden. Also 12 haben wir mal vergessen. In Venedig und im Bottom hatten wir, glaube ich, in jedem Level alle Geheimnisse. In Unterwasserleveln hatten wir in 2 Leveln alle 3 Geheimnisse und in den anderen 2 Leveln hatten wir 2 Geheimnisse. Dann in Tibet und so meistens nur noch 1 bis 2 Geheimnisse pro Level. Aber trotzdem 36 von 48 Geheimnisse finde ich trotzdem sehr gut. Tomb Raider 1 habe ich hier teilweise, da hatte ich vielleicht 10 oder so, 15. Und hier haben wir doch nur 12 vergessen. Das sieht wirklich ganz gut aus. Wir haben 437 Kills, also wir haben 437 Menschen und Tiere umgebracht. 437, ganz schön krass. Und dazu 21,0 Medipacks genommen. 21 Medipacks ist recht okay. Ich habe ja in den schwimmenden Inseln 5,5 Medipacks nehmen müssen, was wirklich sehr, sehr schlecht war. Aber mein Gott, 21,0 Medipacks ist immer noch gut. Ich glaube, Auraya hatte da 50 Medipacks oder 40. Also wir sind da noch echt gut mit dabei. 11.581 Munition verbraucht und dazu 9.732 Treffer gehabt. Dafür, dass wir extrem viel rumgeballert haben, nämlich 11.531 Kugeln, haben wir relativ gut getroffen immer. Wir haben ja auch dann gerade am Ende fast nur noch mit anderen Waffen geschossen. Die Pistolen waren dann total überflüssig. Wir haben ja auch sehr viel Munition gefunden. Deswegen sieht auch alles ganz gut aus von der Munition. Und wir sind 50,32 Kilometer in Tomb Raider 2 komplett gelaufen. 50 Kilometer. Eine ganze Menge auf jeden Fall. So Leute, das war Tomb Raider 2. Ich hoffe, es war sehr lustig. Für mich war es sehr, sehr schön, mein Lieblingsspiel zu spielen. Wie gesagt, ich rate jetzt mal, in 1 bis 2 Jahren werde ich Tomb Raider 2 auf jeden Fall reloaden und das nochmal spielen. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns dann gleich wieder, oder nach dem Essen, weil es nämlich gleich Mittagessen gibt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Tomb Raider Search for the Golden Mask weitergeht. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Ich habe es jetzt schon zum 10. Mal gesagt, ich weiß. Aber ich sage jetzt Tschüss. Wünsche euch, ja, und vor allen Dingen KeksLP, der das ja sehr verfolgt hat, das Let's Play. Ich hoffe, auch dir hat es sehr gefallen. Und durch Tomb Raider 2 habe ich auch 2 neue Abonnenten bekommen. Habe jetzt insgesamt 28. Und ich freue mich da sehr drüber. Also, tschüss und bis dann, wenn Tomb Raider Search for the Golden Mask weitergeht. Tschüss. Ich bin so traurig, ich will das Spiel gar nicht beenden. Ich will einfach irgendwie weiter aufnehmen, aber das Spiel ist jetzt zu Ende. Und in 1 bis 2 Jahren werde ich es reloaden. Das ist so eine lange Zeit. Das sind 12 Monate, 12 bis 24 Monate. Das ist so traurig. Naja, aber jetzt muss ich mich vom Spiel verabschieden. Egal, wie ich hier die ganze Zeit rumduckse. Ich beende das Spiel jetzt. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder bei Tomb Raider Search for the Golden Mask. Ciao!